Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Und ich dachte, diesmal fange ich nicht mit einer Hauptmission an, sondern mal mit einer dieser Sympathisantenaktivitäten. Und zwar von Networked. Einfach mal so. Habe ich mir so gedacht. So hin und wieder mal so. Links. Ich wusste, dass Sie kommen. Herzlich willkommen. Unsere Aufgabe ist, London im Gleichgewicht zu halten und alle Lieferungen über Straßen, Wasser und Gleise zu überwachen. Unser größtes Problem? Die Blighters. Schaffen Sie uns die vom Hals, wäre ich Ihnen sehr dankbar. London wäre jedenfalls sicherer. Wenn Sie was Glitzerndes finden, behalten Sie es. Ich mag es ja, wenn es glitzert. Okay. Das war's? Wow. Wow. Das, wir haben jetzt hier so ganz viele Diebstähle und so weiter, die ich machen kann. Empfohlenes Level 5. Versuchen wir es einfach mal. Ja. Meter habe ich, 117. Passt. Können wir schnell hinlaufen. Die Verbrecher töten. Dann lass uns laufen. Das ist ein sinnloses Unterfangen! Wie meine Oma! Ich ramm dich weg! So macht man das. Aachen. Oh, die haben uns... Egal. Fahren wir einfach. Ach, wir müssen... mal Kohle. Weiter! Muss wohin? Das wusste ich bis jetzt nicht. Er hätte die rekrutieren können. Und RB, aber da RB und RT direkt übereinander liegen, da muss ich gucken, wie ich die... Ah, die sind schon rekrutiert. Wieso? Fucking Einbahnstraße, hm? Gut. Weiter. Aha. Jetzt haben wir ein bisschen Geld bekommen und gut. Aber jetzt machen wir die richtige Mission. Und natürlich ist jetzt der Wagen nicht mehr hier. Ja, wir können uns ja auch einen anderen Wagen borgen, ne? So ganz zufällig. Wir ein bisschen schneller dahin kommen. Hey, pass auf, wo du hinfährst.
weiter so. Haben wir denn hier spüren es? Und da vorne ist das und da vorne. Ja, machen wir direkt die Mission. Aussichtspunkte mal später. Lass mich raten. Ah. Es ist hier unser geliebter Dings da. Mr. Fry. Ich nehme an, Sie hatten ein produktives Treffen mit Mr. Owen. Oh ja, wir haben ganz wunderbar geplaudert. Ich fand heraus, dass der Mann hinter Starex Beruhigungssirup John Elliotson ist. Dr. Elliotson, den Namen habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. Er war ein brillanter Herzspezialist, bis er sich völlig verrannte in Phrenologie und Mesmerismus. Das kostete ihn seine Karriere. Also, wie sollen wir vorgehen? Oh, bei allem Respekt, Mr. Darwin, ich glaube, ich sollte allein weitermachen, denn schließlich wollen wir ja keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Das ist sehr weise. Viel Glück, mein Junge. Oh, und Mr. Fry, sollten Sie einmal die Zeit erübrigen können, bitte schauen Sie doch bei mir vorbei. Jetzt habe ich hier auch nochmal Fähigkeiten. Wie schön. Welche Fähigkeit nehme ich denn hier? Erfolgreiche Anwälte wesentlich schneller an den Rand des Todes. Achso, kann ich gar nicht kaufen. Gut, dann würde ich sagen: Konterboost. Oder? Adrenalin, ne? Ich würde sagen Konterboost. Zack. So. Und ich habe hier eine Montur mehr. Haben wir die gleichen. Egal. Gut. Ich würde sagen, da ich eh hier hoch muss, kann ich auch direkt den Ausgang machen. Na, Parkour nach oben. Hallo? Nach oben mit dir. Wenn man etwas sagt, dann erwartet man auch, dass das gesagt in die Tat umgesetzt wird. Ne? Da leuchtet sogar der Mond. Nicht schön. Synchronisier dich mal kurz. Meine Grafikkarte, die ist wirklich da am Rödeln. Ja, als ich die bekommen habe, war die schön, wenn die richtig schön ausgelastet war, war die bei 2, na? Komm hoch und mich ich auch noch mit. War die so bei 1,7. Also in der Lüfterumdrehungszahl bei 1,7. Dann habe ich meine Aufnahmekarte bekommen. Und die dummerweise genau am Slot unter der Grafikkarte. Bedeutet, die ist zwar ziemlich kurz, aber die hängt halt genau unter der Grafikkarte und blockiert mit einem Lüfter. Wo finde ich jetzt den Doktor? Und das ist, naja, muss nicht sein. Jetzt ist es hier bei so 2000 und Umdrehung. Und das ist schon nicht. Ah.
Au! Wie Sie sehen konnten, kann die Aufwendung von zu starkem Druck manchmal zu unerwarteten Ergebnissen führen. Leider habe ich das Organ ruiniert. Schicken Sie einen Kadaver. Sofort, Dr. Elliotson. Ich schere mich nicht um Ihre Ethik. Und noch viel weniger um Ihre verdammten Patienten. Jetzt her mit dem Schlüssel. Ach, was haben Sie vor? Haben Sie nicht gehört? Sie sind gefeuert. Jetzt verschwinden Sie. Nett mit der... So. Den Typen muss ich umbringen. Wie stelle ich es an? Keine einzige Kugel abfeuern. Habe ich hier den Schlüssel genommen? Nee. Aber vorne ist irgendwo eine Truhe. Nicht hier ist, sondern über mir, nehme ich gerne mit. Ja. Noch weiter über mir. Mal später. Wie komme ich denn jetzt an ihn dran? Dem Schrumpfkopf eine Lektion. Du bist verhaftet. Das wirst du noch bereuen. Messer habe ich alle dabei. Da ist der Schlüssel. Kann ich denn jetzt mit ihm machen? Eine verdammte Frage. So. Ja. Ach so. Ich kann jetzt mit der Schwester reden. Was ist denn los? Junger Mann, Hilfe! Ich muss sofort mit Miss Nightingale sprechen. So ein Wüstling hat meine Schlüssel und hier ist sonst niemand. Ich komme hier nicht raus. Ihre Schlüssel. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich kann Ihnen vielleicht weiter. Halt! Stell dich! Natürlich kann weiterhelfen, ja? Ich muss mit Schwester Nightingale. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Sir. Ich werde Miss Nightingale informieren, dass ich nie wieder für diese Anstalt arbeiten werde. Gut, gut. Und jetzt? Die Idee, dass man Wissenschaft des Verstands lehrt uns nicht nur die Identifizierung.
Hier komme ich, glaube ich, rein, oder? Nee. Wie komme ich denn jetzt in diesen Scheißsaal da rein? Kann ich da in die Flasche über oder da drunter? Schaff ihn weg! Ich hab dich doch attentatiert. Oder war ich das nicht, der ich das gemacht habe? Ich habe ihn anvisiert. So. Den Typ habe ich jetzt. Aber wie? Verdammt noch mal. Komm ich hier rein? Da ist ein Eindringling. Na! Das wird verdammt wehtun. Ich kann Türen öffnen. Wow. Verdammt, jetzt reicht's. Mach ihn fertig. Meine Geduld ist am Ende. Hey. So. Großmeister Starik hat uns vor dir gewarnt, Assassine. Deine Anwesenheit. Naja. Habe ich jetzt. Ich habe es wahrscheinlich nicht geschafft. Endlich endet es. Und doch kann ich nur an einen Beginn denken. Ein besseres Morgen. Geschmiedet mit dem Blut von Visionären. Ich sehe nur das Blut eines Geisteskranken. Glaubst du, einen alten Mann zu töten, hält den großen Architekten der Menschheit auf? Crawford Starik hat glorreiche Pläne für die Menschheit. Pläne sind dazu da, vereitelt zu werden. Du bist ein Kind. Ein Kind, das glaubt, es könnte das Leid der Welt mit dem Streich einer Klinge beenden. Hast du je über die Konsequenzen deiner Taten nachgedacht, Jacob Fry? Oder hat dich dein Vater gar nichts gelehrt?
Eine sehr gute Frage. Aus dem Gebiet entkommen. So, und hier an der Seite müsste irgendwann jetzt rausgehen. Oder etwa nicht. Und dann sagt er, sie ist auf der Aber ohne Schlüssel kommt sie ja nicht raus. Zeig keine Gnade. Ich erteile dir gleich eine Lektion. So. Da oben ist ein Eingang. Da müsste ich dann auch rauskommen. Mal eine an. Und schon bin ich draußen. Oder nicht mal über den Zaun. Ah! Cool, ich hab's geschafft. Allerton ist tot und die Beruhigungssirup-Produktion ist eingestellt? Ungeheuerlich! Fry hat vor, ganz London in die Hände des wütenden Pöbels zu übergeben. Oder vielleicht hat er auch überhaupt nichts Besonderes vor, Danke, Philipp. Sondern will nur mit unserem Leben spielen. Die Anstalt wurde dicht gemacht. Die medizinische Versorgung der ganzen Stadt ist gefährdet. Er will nicht, kann nicht die Konsequenzen seiner Taten erkennen. Der Mann ist offensichtlich ein Anarchist. Gentlemen. Dieser Tee wurde mir aus Indien geliefert. Per Schiff. Dann vom Hafen hinauf in eine Fabrik, wo er verpackt und per Kutsche zur Tür gebracht wurde. Dann wurde er ausgepackt und nach oben gebracht, zu mir. Diese Männer und Frauen arbeiten für mich. Alles verdanken sie mir. Crawford Starrick. Ihre Arbeit, ihre Zeit, ihr ganzes Leben an sich. Sie arbeiten in meinen Fabriken und auch alle ihre Kinder. Und sie kommen zu mir und sprechen von Jacob Fry. Diesem unbedeutenden Flegel von einer Bande namens Assassinen? Sie missachten eben die Stadt, die Tag und Nacht arbeitet, damit wir das hier trinken können. Dieses Wunder, diesen Tee. Ich nähere mich dem Ende meiner Forschungen. Unser geliebtes London wird nicht mehr lange unter diesem lästigen Narren zu leiden haben. Und diese Schwester, von der ich hörte, Miss Fry? Miss Fry wird dran glauben. Ziemlich bald. Köstlich. Entschuldige die Störung, Novize, aber vielleicht interessiert's dich, dass Sean und Rebecca Otto Berg entkommen sind. Berg leitet das sogenannte Sigma-Team. Violet de Costa ist seine Technikerin. Die beiden jagen und töten Assassinen schon sehr lange. Du hast aber nicht lange geschlafen. Zum Glück geht's euch gut. Ach, Pillepalle. So ein lahmer Templer-Supersoldat ist doch kein Gegner für den glorreichen Sean Danger Hastings. Ich habe mit Rebecca gesprochen. Gut, wie auch immer. Bergs Anwesenheit bestätigt es. Der Edensplitter ist in London. Den Daten des Novizen nach muss es das Grabtuch sein. Die Templer scheinen es plötzlich ganz dringend haben zu wollen. Vielleicht wissen die mehr als wir. Wir wissen eigentlich nur, dass wir es nicht allein mit Sigma aufnehmen können. Überlasst das mir. In der Zwischenzeit haltet euch bedeckt. Lasst den Novizen erst die Daten synchronisieren. Cool.
sowas noch durchkommt. Ach, jetzt. Also es gibt maximal 8 Sequenzen. Scheinbar. Und wir fangen jetzt mit Sequenz 5 ein. Berufsrisiko. Die Eisenbahn hat ihm nicht gereicht. Jetzt hat Starek auch noch eine Omnibusgesellschaft gekauft. Vermutlich, um die Arbeiter im Bezug zu kontrollieren und sie an die Leine zu legen. Pearl Attaway ist Stareks Konkurrentin, nicht wahr? Vielleicht sollte ich ins Geschäft einsteigen. Olysim ist frei? Was haben Sie vor? Ich habe das Papier studiert, das wir aus Kenways Haus haben. Ich sehe mir ein gewisses Monument an. Gut, gut. Aber ich würde sagen, wir hören hier mal auf. Wir sammeln noch die Einkommen. Gucken mal kurz. Wir haben eine neue Stufwaffe. Die nicht so gut ist wie die, die wir gefunden haben. War auch scheiße. Also schon so ein schönes großes Magazin ist schon cool. Ich würde sagen, Single Action. Ey, das ist die Waffe, die Ocelot in Metal Gear Solid 3 benutzt hat. A Single Action Army. Natürlich kaufe ich die, hallo? Und verbessern. Ach, super, Reflexschussgenauigkeit. Naja. Macht auf jeden Fall mehr Schaden. Wunderschön. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.